Hi meine Lieben, heute habe ich wieder einige Frisuren für euch, die schnell gehen und man alleine auch super hinbekommt. Zuerst beginnen wir mit dieser Eindrehtechnik, auch super, wenn der Pony einfach mal total stört. Zuerst nehme ich mir eine Partie Haare und dann nochmal genau drunter eine Partie und lege die übereinander. Nun nehme ich mir bei der unteren Strähne einfach Haare mit dazu und drehe sie wieder ein. Und das ist die ganze Technik. Einfach immer unten ein paar Haare mit dazu nehmen zur unteren Strähne und wieder verdrehen. Ich höre meistens hinter dem Ohr einfach auf, damit die Ponypartie einfach eingedreht ist und das eigentlich ganz schick aussieht. Und es ist natürlich noch wichtig, diese Partie mit 2-3 Haarspangen zu fixieren und die Haare drüber zu legen. Und dann sieht man das auch nicht so. Und so trage ich das auch super gerne im Alltag. So, kommen wir nun zu dieser Frisur. Die ist ein bisschen schicker, aber ich finde, man kann sie auch im Alltag tragen. Zuerst nehme ich mir von links und rechts einfach ein paar mehr Haare und mache mir so einen kleinen Zopf hinten und befestige das mit so einem kleinen Haargummi und dann das Ganze nochmal. Und das sollte genau drunter sein, also man hatte eigentlich einen schnellen Gespür dafür und wenn man einen Spiegel hat, sieht man das dann auch gut. Und jetzt könnte man es so lassen oder man macht es eben nochmal und macht noch so einen dritten Zopf. So sollte das dann ungefähr aussehen. Eigentlich würde ich viel lieber dunklere Haargummis benutzen, aber ich finde keine, also so ganz klein. Also wer da Tipps hat, immer her damit. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch aufpeppen, wie ich hier zum Beispiel mit einer Schleife. Oder für den Frühling und für den Sommer würden jetzt auch Blumenhaarspangen super dazu passen. Dann kommen wir zu dieser Zopffrisur, die ich auch super schön finde. Und hier beginnen wir uns erstmal 4 gleich große Strähnen einzuteilen. Dann beginnen wir mit der Strähne, die bei unserem Hals liegt und legen sie über die nächste und unter die nächste. Und das war's dann schon. Und dann beginnt das Ganze verkehrt herum mit der anderen Seite. Also erst jetzt unter die Strähne und dann darüber. So, und jetzt beginnt das Ganze wieder von vorne. Die Strähne nahe an unserem Hals, drüber und wieder drunter. Und dann die andere äußere, drunter und wieder drüber. So, und das ist das ganze Spiel, immer wieder. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht das wirklich einfach und man braucht gar nicht mehr drüber nachzudenken. Dann kann man das wirklich wie beim normalen Flechten von ganz allein. So sieht das am Ende dann aus und wenn man es jetzt noch ein bisschen seitlich vor allem auseinanderzieht, kriegt man nochmal ein bisschen anderes Muster hin und das finde ich auch super schön bei diesem Zopf hier. Das Allereinfachste, um eine normale Zopffrisur aufzuwerten, sind natürlich so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier so ein Haircuff. Super einfach ist der drüber gestülpt und dann hat man schon eine ganz andere Frisur irgendwie. Also es ist immer noch ein Zopf und trotzdem ist es so ein bisschen mehr so ein Hingucker und das finde ich super schön. Oder auch solche ein bisschen ausgefallenere Haarbänder machen sich super schön an so einem Zopf. Oder was auch immer geht, sind einfach süße kleine Schleifchen oder Blumenhaarspangen, das muss ich mir auch noch irgendwie holen. Und ja, mag ich super gerne, peppt einfach auf und ist so einfach. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und inspiriert. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!